So, und damit herzlich willkommen zurück zu GTA San Andreas. Wir sind hier in der letzten Folge stehen geblieben. Ich habe schon den Ort markiert, zu dem wir hin müssen. Und ja, wir machen jetzt die Kuriermission heute. Die letzten Kuriermissionen in Los Santos. Und nach diesen Kuriermissionen gehen wir auch schon direkt zu den BMX-Missionen. Beziehungsweise zu den BMX Challenges. Ah, hier. Das sind, by the way, nicht die BMX Challenges. Das sind die Kuriermissionen. Dann können wir uns hier schon mal auf dem Bike erproben. So. Okay, so springt man. Ich glaube, das könnte noch wichtig werden hier, wie man hier einen Bunny Hop macht. So. Zurück und holen uns hier unser Lohn. Sehr schön. Dann beeilen wir uns. Ja, die Mission ist ein bisschen schwieriger als alle anderen. Einfach weil wir ja hier nicht selbst fahren, also weil wir ja nicht fahren, sondern ne, strampeln. Bedeutet, wenn CJ halt die Luft ausgeht, dann wird's schwierig. Ich baue mal Muskeln ab, ist doch klar. Aber egal. Die Radskills müssen wir eigentlich hochleveln. Aber so, die BMX-Changes wären interessant. Die werden interessant, das kann ich schon mal sagen. Was ist denn? Der Krampf der Finger. Sehr schön. Ab zum letzten Paket. So.
Sehr schön. Trotzgriff verbessert sich, sehr gut. Irgendwas sagt mir, dass wir gleich irgendwo hinten einen haben werden. Naja, aktuell sind es Leute, die man auch locker im Rückweg mitnehmen kann. Ja. Schlimm, ne? Okay, war ja doch nicht so weit. Ich jetzt dachte, ich glaube, das ist das Maximum, was man hier an Distanz schaffen muss. Hat er mich gerade Pencil-Dick genannt? Was ist das bitte für eine Beleidigung? Pencil-Dick. Scheiße. So, Hallöchen. Mhm, klar. So. Einer noch. Klar, aber sonst nichts anderes zu tun. Wie weit ist ein Pferd? Oh Gott. Oh Gott. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh Gott. Ich weiß genau, warum. Ich weiß genau, warum wir jetzt 10 Minuten bekommen. Weil anders ist das nicht möglich mit dem Fahrrad. So, ich hoffe ja, dass das eine gute Idee war, diese Route einzuschlagen. Dass wir einfach von oben entlang fahren und so langsam runterarbeiten. Ja. Piece of shit, Gab, he's going to overheat. Hi there, son. How you doing? Oh, I cannot bear, Chris. Mhm. Das bedeutet, dass wir jetzt nur noch diese schrecklichen Punkte da abarbeiten müssen. Einmal da am Pier. Und dann sonst wo. Boah, ich krieg hier echt einen Krampf im Finger. Ich freue mich so gar nicht auf das BMX-Ding. Und das hätte ich schon vorher gemacht. Und ich wünschte, der Ratzke wird sich
deutlich verbessern. Alter! Blöde Kuh. So. Das hat Spaß gemacht. Das war super. Sollte ich zwar wahrscheinlich nicht machen, aber es war super. So. Mhm. Muskeln abbauen, ich weiß. Mimi, du baust Muskeln ab. Können wir mal gucken, wo das ist. Oh Gott. Wir können die Hauptstraße einfach entlang fahren. Wir können die Hauptstraße entlang fahren und hoffen, dass wir das überhaupt noch schaffen. Ich meine, es sieht gut aus, aber man weiß ja nie. Warum muss das mit dem fucking Bike sein? Warum? Swing club, baby. Whatever, man, I'm on the clock. Nicht dein Ernst. Back off. Nicht dein Ernst. Ja, Kondition verbessert. Genau das, was ich brauche. Eine verbesserte Kondition. Nur das brauchte ich. Nicht irgendwie mehr Zeit oder so. Nee, nur eine verbesserte Kondition, dann geht das schon. So, ich kann inzwischen meine linke Hand nicht mehr benutzen. Hey, Sally. Have you ever had plastic surgery that went bad? It's hot. Bye. Get a stylist. So. Komm. Wo ist er denn?
Wo ist der Punkt? Will nicht mehr. Da hinten. Ich glaube, wir schaffen das aber sowieso nicht mehr. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Jetzt kommt die Polizei. Nein! Fuck, 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 oh Gott. Weil wir sind jetzt sowieso sau weit weg. Gucken wir mal kurz, wie weit sind wir weg? Das wird so schwer. Das wird so schwer. Meine Ratzke hat sich verbessert, aber das ist so schwer, da jetzt noch hinzukommen. Wo müssen wir abbiegen? Links hoch, dann am Park links. Okay. Ja. Okay, das macht's jetzt noch schlimmer. Macht's jetzt noch schlimmer. Komm, 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 CJ, komm, komm, komm. Arschloch. Siehst du nicht, dass ich hier fahre? Oh Gott, komm, CJ. Boah, ich hasse es so sehr. Jetzt links abbiegen. Und einfach durch, dann einfach durch, dann einfach durch. Durch und dann links, rechts. Gott. Wir haben es noch geschafft, aber mein Gott. Musste ich mich konzentrieren und mein Gott, tut meine Hand weh. Ich kann nicht mehr. Meine Hand tut so weh. Oh Gott. Wir haben das Unternehmen. Ich möchte nicht mehr hier auf dem Bike sein. Haben wir hier in der Nähe ein Safe House? Gehen wir da hinten hin. Cool, die Polizei interessiert sich nicht, dass ich hier gerade ein Auto geklaut habe. Puh, okay. Merken wir uns solche Bike-Dinger sind nicht cool. Das Problem ist, wir haben noch eins vor uns. Das hat echt scheiße lange gedauert. Na gut, was erwartest du auch? Ich meine, das sind Dinge, die man halt nicht machen möchte, aber für die 100% müssen sie halt gemacht werden. Und das haben wir auch. Wir sind bei 77,01%. Wir sehen uns in der nächsten Folge von GTA San Andreas. Bis dann, haut rein und tschüss.